Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir hier unsere Nähmaschinenfabriken ausgelagert und die laufen mittlerweile auch, weil sie hier ein paar Stämme bekommen. Dadurch hat sich herausgestellt, dass wir generell einfach zu wenig Eisen produzieren, um das hier hinzuliefern. Das heißt, darum werden wir uns heute teilweise kümmern und wir werden hier von dieser Insel alles wegverlagern, was irgendwie mit Eisen zu tun hat, was nicht mehr so viel sein dürfte, sondern ich glaube, das beschränkt sich tatsächlich. Oh, guck mal hier, unsere Betonwerke noch. Die müssen noch weg. Okay, also das sollten wir uns mal kurz mit aufschreiben. Also wir brauchen unsere Betonwerke. Die müssen weg. Das sind aber ja nur die zwei. Dann hier haben wir kein Eisen mit drin. Genauso wenig wie in den Fensterfabriken. Und natürlich unsere Konserven und Großküchen müssen dann noch weg. Konserven und Großküchen. Das heißt, da werden wir jetzt ansetzen, dort weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit den Betonwerken, die wir hier einfach abreißen. Kommt hier überhaupt noch irgendwas an Stahl an? Liefern wir hier noch Stahl hin? Und wenn ja, warum? Also Stahl, was heißt warum? Ne? Wir machen das halt, weil wir es da noch benötigen. Aber diese Produktion, also diese Handelsroute hier, die scheint mir dann doch etwas komisch jetzt zu sein. In der aktuellen Zeit. Wir lassen die Kohle hier mal außen vor und bringen sonst. Wir stellen das mal ein bisschen um. Diese Handelsroute werden wir gleich umstellen. 1P1G Minen. Und gucken mal kurz hier vorbei. Okay, Zwischenprodukt haben wir hier relativ viel, Messing relativ wenig. Was produzieren wir hier noch so Interessantes? Was produzieren wir hier? Alle Waren. Wir machen Fisch, brauchen wir alles nicht. Gut, die müssen natürlich noch weiter nach Gianni. Wir haben hier aber auch Eisen, was wir überflüssig, zu viel haben. Beziehungsweise unsere Produktion hier sollte eigentlich komplett eingestampft werden, weil die ja ineffektiv ist. So, das machen wir als erstes. Das wird eingestampft. Genauso wie wir hier über unsere Messinghütten natürlich nochmal drüber denken sollten. Die werden auch eingestampft. Okay, und sonst haben wir hier, oh Gott, ich sehe es gerade erst, hier ist aber grandios, hier hat aber scheinbar ein Feuer gewütet, kein Wunder, wenn da gar keine Feuerwache steht. So, jetzt haben wir da zumindest mal eine, die sich melden könnte, wenn was ist. Okay, und eigentlich sollten wir hier überlegen, ob wir die auch nochmal wegmachen, genauso wie wir hier die pure Holzproduktion natürlich nicht mehr brauchen. Weil wir hier eine ganz andere Versorgung haben. Das heißt, das war alles schon nicht mehr zeitgemäß. Hier haben wir jetzt relativ viel Zement und wir produzieren hier aber auch noch Eisen irgendwo. Hier produzieren wir Eisen. Das heißt, ich würde sagen, wir legen jetzt eine Handelsroute mit Zement und Eisen hier rüber nach Crafting Island. Ich würde sagen, das ist unser erster Schritt, den wir machen sollten. Haben wir hier Schiffsitems? Ja, wir haben die zwei. Ich würde sagen, wir setzen die jetzt einfach mal mit ein, auch wenn es eine direkt zwischen Inseln ist und nicht zwischen Welten, machen wir das trotzdem. Also, wir gehen hier mit erstmal Eisen fleißig. Was hatte ich gesagt? Eisen und Zement, ne? Eisen und Zement packen wir da jetzt mit drauf auf die Handelsroute und bringen das nach Crafting Island. Und das ist 1P nach 1C mit Eisen und Zement. Okay. So, und hier diese Handelsroute müssen wir dann umstellen. Stahl wird hier nicht mehr produziert. Messing wird hier auch nicht mehr produziert. Das bedeutet, wir stellen die jetzt insofern um, dass wir sagen, hier wird jetzt zweimal, dreimal Kohle eingeladen. Und dann laden wir hier noch einmal Zink ein und wir laden noch einmal Kupfer ein und bringen das Ganze hoch nach Gianni Industries. Dann könnten wir überlegen, ob wir hier sogar viermal Kohle sagen. Dann wird das relativ schnell leer laufen. Aber mit Zink und Kupfer kommen wir hier gut an. So, das darf dann ab sofort nach oben gefahren werden. Okay, und dann müssen wir hier natürlich schauen, dass wir hier unsere Betonwerke dann auch ergänzen. Beziehungsweise, dass wir auch mal gucken, was wir hier so für schöne Items haben für Betonwerke. Über alle Inseln verteilt haben wir hier einen Herren, alle Ziegeleien und Betonwerke, 50% extra Holzfurniere, den haben wir in Leviticus für unsere Furniere eingesetzt, okay.
Okay, den haben wir da einmal eingesetzt. Das heißt, den können wir nicht mehr benutzen. Ziegelein und den Gerhard, den haben wir einmal in Leviticus noch über. Den sollten wir mitnehmen, denn der liefert auch noch Elektrizität. Also den sollten wir nehmen. Wir sollten auch vielleicht überlegen, ob wir den Herren hier mitnehmen. Und statt in der Ziegelei bei Beton einsetzen? Wahrscheinlich nicht schlecht, die Idee. Aber wir lassen ihn mal da. Also wir brauchen einmal aus Lev brauchen wir den Gerhard. Und dann brauchen wir noch einmal hier das hier. Das kriegen wir beispielsweise in Life's Village, ist aber eingesetzt. Das heißt, aus Legend City brauchen wir einmal Mickletons. Und dann würde ich sagen, könnte man überlegen, ob wir hier auch nochmal mit einer Elektrizität bekommen wir jetzt schon über Gerhard. Gut, das brauchen wir dann also nicht mehr. Das heißt, wir könnten jetzt hier mit so einer Glocke gehen oder so. Ja, ich weiß nicht, ob wir die noch dazu machen können. Wenn ja, dann wäre das natürlich cool. In Seneca haben wir das einmal. Okay, wo ist denn Seneca? Nehmen wir dann einmal die Gussform und schnappen uns die mal kurz. Okay, wir haben ein bisschen was abzuholen. Also, erstmal gehen wir natürlich rüber ans Kap und schnappen uns ein Schiffchen. Ah, hier haben wir ganz schön viele Schiffe stehen. Und fahren runter nach Leviticus, denn da müssen wir was abholen. Dann gehen wir in die alte Welt und suchen uns erstmal die Insel Seneca. Direkt gefunden, kein Problem natürlich. Und sammeln hier einmal die sterne Gussform ein. Und in derselben Zeit sammeln wir hier auch noch ein bisschen was ein bei Legend City. Denn da haben wir auch noch ein Item, was wir brauchen können. Wenn ich es jetzt finde, da ist es. Das nehmen wir auch direkt mal mit und bringen das mit hier runter. Okay. Das heißt, die Items haben wir jetzt grundlegend schon mal angestoßen, dass wir die besorgen können. Okay. Ja. Da kommt unser Schiffchen, was wir haben wollen, die Ringelblume 2, damit wir das Ganze rübergeschifft kriegen. Und wir haben jetzt 8000 Handwerker, 8000 Ingenieure hier. Das schreit wieder nach Upgrade. Gerhard wird eingepackt, Fenja lassen wir hier. Und dann geht's rüber in die alte Welt bitte einmal. Und in der Zeit schauen wir dann einmal kurz hier vorbei, denn hier können wir fleißig upgraden. Und zwar wirklich fleißig. Da muss das Spiel einmal kurz erstmal verarbeiten, was hier gerade passiert. Verständlich bei so vielen, die jetzt gerade hier irgendwie geupgradet werden. Und wir sehen, unser Einfluss ist natürlich enorm in die Höhe geschnellt jetzt gerade. Dadurch, was wir jetzt gerade alles ausgebaut haben zu Investoren. Und so langsam sind wir hier unseren Fehler sehr, sehr gut am Ausbügeln. Wo haben wir denn die 8000, die 3000 Arbeitskraft eigentlich jetzt noch her? Aber wahrscheinlich über Dings, ne? Hier fehlt Schule überall. Schule können wir nachliefern, indem wir einfach mal hier eine anschließen und mal hoffen, dass auch hier hinten jetzt Schule ankommt. Das reicht aber nicht. Okay, das heißt, wir reißen hier einmal 4 Häuser ab und setzen die Schule ein bisschen um. Und dann dürfte die Schule auch gut ankommen. Und dann ist das alles kein Problem mehr. Okay, machen wir mal ein bisschen langsamer, denn in der alten Welt dürften jetzt auch unsere Schiffe an den richtigen Positionen angekommen sein. Einmal wird hier eingeladen und dann hier rübergebracht. Hier ist sogar schon angekommen, können wir direkt ausladen und wieder ein bisschen nach vorne parken. Und dann gucken wir uns doch hier mal an. Hier können wir natürlich auch noch ein eigenes Zementwerk hinbauen. Die Handelskammer würde ich dann gerne einen noch nach unten setzen, genau, damit wir hier rankommen. Und dann schauen wir hier natürlich auch irgendwann mal, was wir da noch machen. Aber ich würde mal behaupten, dass wir Zementwerk jetzt nicht so super eskalativ bauen müssen. Was wir aber dafür natürlich dann noch brauchen, ist weiterer Stahl. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir davon jetzt nicht mehr genug haben. Wir produzieren schon deutlich unter unserem Bedarf. Was denn da passiert? Das dürfte aber eigentlich nicht sein. Ach, guck mal, die sind gar nicht mehr mit dem Strom verbunden. Was ist denn hier mit unserem Stromnetz passiert? Das ist doch irgendwie Quatsch. Ist das jetzt, ist das das Problem? Wahrscheinlich, ne? Hier haben wir jetzt die 34% über die Handelskammer, aber dadurch sind die nicht mehr an den Strom mit angeschlossen, was natürlich fatal ist. Weil wenn wir das hier jetzt rausnehmen,
Dann können wir uns sehr viel Öl sparen. Dann können wir hier nämlich einfach mit der extra Reichweite gehen und dann ist das hier alles gar kein Problem mehr. Dann deckt die hier aber easy fast alles, was wir jetzt aktuell haben, ab. Aber dann gehen wir hier, kriegen wir hier halt noch irgendwie na, nichts wirklich Gutes, ne? Ha, lohnt sich das für uns jetzt hier so viel mehr Kraftwerke hinbauen zu müssen? Ich glaube nicht. Wobei wir jetzt natürlich damit auch wieder deutlich unter der Produktion sein dürften, die wir brauchen, ne? Ja, deutlich. Okay. Wir werden damit gehen müssen. Wir gehen wieder mit der extra Produktivität hier und nochmal 50% Produktivität durch unsere lieben Elektrizität. Bruno Ironbright nochmal angekommen, cool. Und ist mittlerweile schon hier wieder was angekommen. Hier ist ein Schiff angekommen. Und fährt hier zufällig gerade eins, was Welten gewechselt hat? Nein, du hast nicht Welten gewechselt. Du fährst einfach nur so, okay. Gut, dann werden wir aber hier unsere Kraftwerke definitiv nochmal umstrukturieren müssen. Beziehungsweise werden mehr bauen müssen. So. Den hier würde ich jetzt gerne einmal wirklich hier nochmal anschließen, damit wir hier eine direkte Verbindung weg haben von dem. So, und dann müssen wir mal schauen, wie wir hier jetzt nachsetzen. Denn dann ist das hier nämlich eigentlich hinfällig und das hier ebenfalls, weil das hier muss jetzt deutlich näher ranrücken. Aber das können wir ja relativ einfach realisieren, indem wir sagen, wir gehen so weit nach vorne. Das bedeutet, wir ziehen... Machen wir hier, weil es dann schicker ist, ziehen wir hier einen Cut. Hoppala, noch nicht da, nein. Einen weiter hinten. Ab hier ziehen wir mal einen Cut. Und hier kommt dann unser Werk rein, was wir hatten. So, das wird jetzt direkt schon mal so gemacht, denn das hier geht jetzt direkt ans Netz. Und unsere Verbindung läuft jetzt außenrum hier eben mit den Straßen. So, okay. Damit haben wir das angeschlossen. Dann können wir uns hier auch eine gerade Linie ziehen. Und dann können wir uns hier den Teil sparen. So. Und ich würde dann aber sagen, dass wir hier natürlich nochmal so eine Verbindung machen. Und hier die Straßen natürlich auch nochmal komplettieren. So, dann ist zumindest unsere Stahlproduktion wieder am Laufen. Als wir das umgestellt haben, das muss mir doch irgendwie aufgefallen sein, dass wir dann viel zu wenig Stahl produziert haben. Und wir produzieren jetzt noch zu wenig. Das ist ja das Immense. So, da müssen wir dann gleich mal schauen, wie wir da mit unserer Produktivität rangehen. Mittlerweile dürfte hier aber mal ein Schiffchen angekommen sein, oder? Ja, ist es. Und auch schon an der richtigen Insel direkt. Gerd, der Architekt, liefert uns Elektrizität. Das heißt, das brauchen wir nicht mal unbedingt irgendwie in einem Bereich zu haben, wo wir jetzt gerade Elektrizität haben. Das heißt, ich würde das eigentlich ganz gerne irgendwie ein bisschen aussondern. Weil wir auch nicht so viel Platz brauchen, würde ich es eigentlich ganz gerne hier hinbauen. Und dann kommt hier einmal Gerhard der Architekt mit rein. Dann kommt hier einmal das mit rein und dann nochmal das hier. Das heißt 40, 35%. Das ist ordentlich plus die Elektrizität. Und da gehen wir jetzt natürlich auf Material brauchen wir. Und da brauchen wir unsere Betonwerke hier, die wir jetzt hier mal fleißig rein platzieren. Wir müssen mal schauen, wie viele wir jetzt haben wollen, ne? Und wie viele hier auch hinpassen. Also wir kriegen hier schon einige hin. Das ist keine Frage. So, wir könnten jetzt überlegen, natürlich hier irgendwie daraus zu führen. Dann hätten wir die beiden angeschlossen. Und den hier einfach hier. So. Weil dann können wir hier direkt weiterbauen. Das ist quasi jetzt meine Grundidee, dass wir hier direkt wieder reinsetzen können. Gut, da haben wir jetzt irgendwie zwei Platz übrig. Kriegen wir das alles ein bisschen weiter nach da verschoben? Den nicht mehr, ne? Das heißt, das können wir auch so lassen. Wir können ja auch hier mal wieder planen, dass wir es jederzeit irgendwie relativ einfach erweitern können. Aber das wäre das, was wir reinkriegen. Der ist jetzt nicht angeschlossen irgendwie. Wenn wir den aber jetzt so stellen, dann ist der auch nicht mehr mit drin. Schade. Das wäre jetzt mein Wunsch irgendwie gewesen.
Kriegen wir den irgendwie anders rein? So. Guck mal. Dann sind, ist der hier noch mit drin, ist die Frage jetzt? Ja, der ist auch noch mit drin. Das sieht jetzt ein bisschen wie ein Flickenteppich aus. Ist es auch ein bisschen. Denn wir können dann hier so rausführen. Können dann hier theoretisch nochmal anschließen. Und können hier rum raus. So, und damit ist jeder von denen angeschlossen. Und wir können hier Lagerhäuser hinsetzen. Sowie vielleicht auch noch die ein oder andere Feuerwehr. So, dann setzen wir hier die Straße nochmal um. Dann können wir hier nämlich auch noch schöne Feuerwehr reinsetzen. Beziehungsweise die Straße da an sich muss erstmal gar nicht so existieren. So, jetzt müssen wir ein bisschen, ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Fenstern, weil wir haben nicht genug Fenster. Da war es aber schon zu spät und Fenster müssen wir uns dann nochmal kurz händig besorgen hier. Warum die nicht, warum kommen die nicht da hinten an? Haben wir die nicht mit auf derselben Handelsroute? Muss man gleich mal unsere Fensterhandelsroute überprüfen. Warum die nicht darüber liefert. So, Fenster. Bitte auch einmal hier rüber. So, schauen wir doch mal kurz nach unserer Fensterhandelsroute. Fenster. Fenster, Baumaterial. Ja, da wird einfach da unten nicht angefahren. Da fehlt uns natürlich eine Insel. Und die sollte vor Legend City jetzt angefahren werden. Crafting Island. Aber da ändert sich jetzt natürlich einiges, ne? Fenster machen wir ja immer noch auf Johnny Industries. Das heißt, hier kommt jetzt der Stahlbeton runter. Und da werden nur noch Fenster eingeladen. So, und Crafting Island muss vor Legend City, damit es schön ist. Also damit es ein schöner Kreislauf ist. Und dann kann auch da jetzt ausgeladen werden. Was ist hier los? Plus Residence? Darf ich nicht mehr ausladen oder was? Was ist das hier? Hä? Okay, ist ein bisschen broke. Ich glaube, wir müssen Plus Residence, Life's Village und Hunter's Town einmal kurz wieder rausnehmen. Und dann nochmal neu hinzufügen. Ja, dann funktioniert das Ganze auch schon wieder. Und jetzt können wir hier auch unsere Fenster richtig ausladen, so wie wir es eigentlich haben wollten. So, eins Fenster haben wir damit gemacht. Eins Johnny nach 1K Fenster. Haben wir eine extra Route. Das sollten wir jetzt auch umstellen. Ja, guck mal, können wir einfach hinten noch dranhängen. Dass in Knolle Schoten ausgeladen wird. Wunderbar. Und dann können wir hier diese Handelsroute auflösen. Die ist damit frei. Die brauchen wir nicht mehr. Okay, gut, dann gehen wir einmal kurz hier den Dario nochmal mit annehmen und wieder zurück in die alte Welt. Denn da sind wir eigentlich gerade dran. Ihr beschwert euch jetzt, weil ihr nicht angeschlossen seid. Das liegt natürlich nur hier dran. So, damit seid ihr angeschlossen. Und dann kann man euch ausbauen, sobald wir hier unsere Fenster haben. Und die sind auch schon da. Sehr schön, sind schon angekommen. Lea, du bist wahrscheinlich noch nicht leer, genau. So, und dann sollten wir gleich auch mal wieder ein paar unserer Schiffe wieder wegschicken von hier. Denn hier haben wir jetzt einiges angesammelt. Die zwei allein schon mal können wir direkt schon mal hoch nach Legend City schicken, um die da einsatzbereit zu haben. So, jetzt würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal ein bisschen nach Lust und Laune aus. Machen wir mal so, würde ich sagen. Und jetzt ist die Frage, wie viel produzieren wir damit natürlich an Baumaterial? 16 pro Minute. Ich würde sagen, wir bleiben dabei erstmal. Wir können vielleicht noch einen ausbauen oder so. Und wie viel Stahl brauchen wir noch? Stahl brauchen wir keinen mehr. Wir sind in der Überproduktion. Wunderbar. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir irgendwo 16 Dings herkriegen müssen. Ne? 16 Beton. Wie viel Beton kriegen wir hier? Hier haben wir nur ein Betonwerk auf der Insel bisher. Ne? Baumaterial. 2 Beton kriegen wir jetzt gerade hier. Wir können hier aber nochmal Zement anschließen. Entschuldigung, wir brauchen natürlich Zement und kein Beton. Das ist ja ein Unterschied. Denn der Zement ist ja im Endeffekt der verarbeitete Beton. Ne? So schließen wir den jetzt mal an. Ist nicht besonders hübsch. Aber damit kommen wir jetzt mal kurz klar. So, dann haben wir jetzt hier 4 Beton. 4 Zement, die hergestellt werden. Und dann haben wir hier nochmal 4. Richtig? Richtig. Das heißt, wir haben 8 von den 16, die wir brauchen. Hier stellen wir keinen Beton her. Ist aber auch nur eins auf der Insel. Hier ist auch nur eins auf der Insel. Hier auch nur eins. Hier auch nur eins. Aber das sieht so aus, als müssten wir, selbst wenn es nur eins ist, mal jetzt beim Schopfe ergreifen. Und das Ganze dann auch abtransportieren lassen.
Hier kommt natürlich noch ein Lagerhaus mit hin. Hier haben wir ein Zement. Hier haben wir auch irgendwo ein Zement. Ach, guck mal, den haben wir schon hier schön mit in die Stadt integriert. Hier haben wir auch ein Zement. Hier oben den Zement bauen wir schon ab, genau. Und hier bauen wir jetzt auch Zement ab sofort. Ein Lagerhaus mit dazu. Und dann führt hier eine Straße weg. Und das heißt, hier haben wir auch noch zwei Zement, die wir abbauen können. Ja, nee. Ist das denn die Möglichkeit? Wir gehen hier jetzt jedes Mal einfach nur, ohne irgendwelche Items damit zu boosten, ja. Einfach der Einfachheit halber. Weil so können wir das jetzt ganz gut realisieren. Hier haben wir auch noch eine Holzproduktion, eine eigene. Okay, hier haben wir Zement, hier haben wir Zement. Also es dürfte jetzt auf jeden Fall reichen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt eine eigene Zementroute. Zement wird jetzt aktuell hier noch mit transportiert. Die stellen wir dann jetzt mal hier ab. Und wie gesagt, machen dann eine eigene Route und lassen hier nur noch Eisen abtransportieren. Wobei sich das auch mit der Zeit dann relativ schnell erledigen dürfte, dass dieses Schiff nicht mehr voll wird. Und dann machen wir jetzt eine neue Handelsroute mit einem weiteren Schiff von hier. Und ich würde sagen, da packen wir auch mal Items mit drauf für unsere Schiffe. Gucken wir mal kurz auf die Uhr, 21 Minuten. Alles noch im Rahmen. So, die zwei Items dazu. Und dann wirst du unsere Zementroute. Du sammelst jetzt überall, wo wir Zement abbauen. Hier unten bauen wir ja noch keinen ab. Können wir auch gar nicht. Sammelst du jetzt Zement ein. So, hier wird immer Zement eingeladen jeweils. Oh, das müssen wir jetzt bei jedem klicken. Ne? Und am Ende wird es ja nur einmal ausgeladen. Oh Mann, ey, das ist aber nervig. Zementladen, 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 Zementladen. Dasselbe gilt hier. Und das meiste wird natürlich erstmal Johnny Industries voll machen, beziehungsweise Plebs Residence wird auch schon einiges voll machen, aber das meiste kommt dann einfach aus Johnny, weil wir da volle Lager haben mit Zement. Und die laufen ja auch noch mit Strom wahrscheinlich, ne? Das heißt, das dürfte easy laufen. So, hier haben wir auch noch Zement, den wir aber nicht abbauen aktuell. Ne, ist auch nicht so wichtig. Na, stopp, das wollte ich jetzt nicht. Hier soll Zement eingeladen werden. Da kommt natürlich nicht so super viel bei rum. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das so etablieren wird hier mit dem Schiffchen. Und ob das so alles passt mit dem eingeladenen Zement. Hier nochmal Zement. Und dann fährst du nach Crafting Island und entlädst dich bitte einmal komplett. Und das ist eigentlich eins. Zack. Zement. Eins nach 1C mit Zement. Also jede Insel der ersten Region, wo Zement ist. Außer einer, außer Knoddelschoten. Knoddelschoten bauen wir noch nicht ab. Brauchen wir aber auch nicht. Das ist außerhalb von dem, was wir benötigen. Okay. Wie schaut es jetzt mittlerweile? Wir hatten ein bisschen Zeit in Crown Falls aus. Gibt es da wieder Eisen auf Lager? Ja, ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen Eisen gibt es hier auf Lager. Bleibt stabil. Immerhin wird es nicht dauerhaft weniger, ne? Aber wahrscheinlich das nächste Mal, wenn hier wieder eine Route kommt, die ordentlich Eisen eincachen will, die jetzt gerade angekommen ist, dann wird es zum Problem. Okay, dann geht es erstmal wieder in die alte Welt, denn Zement haben wir hiermit erfolgreich umgesetzt und schaffen hier jetzt auch genug Zement rüber. Genug Stahl machen wir auch für die Zementproduktion, wunderbar. So, das heißt, wir haben Zement offiziell richtig verlagert. Jetzt gucken wir einmal kurz, ob wir hier noch irgendwas für Zement haben. Für Beton, außer den Zementwerken. Nein. Wir haben das eine Zementwerk hier oben und sonst nichts mehr. Zementmine hier oben und sonst nichts mehr. Okay. Gut. Das heißt, das haben wir erfolgreich verlagert. Dann hatten wir als nächstes auf der Liste stehen hier unsere Konservenfabriken, beziehungsweise Konservenfabrik und Großküche. Mikkel der Sternekoch, die Kaltmamsell und wir haben da ja noch jemanden für, ne? Konservenfabriken brauchen wir halt auch nicht so super viel, die Konserven, ne? Gucken wir mal kurz über alle Inseln schön nochmal. Konservenfabriken. Gut, wir können dann natürlich hier sowas wie die Produktivität noch mit reinholen, darum geht es uns aber nicht. Wir nehmen einen Michel mit, den wir in Legend City haben. Wir nehmen die Kaltmamsell mit, die wir in Johnny Industries haben. Okay, wir schicken ein Schiff schon mal nach Johnny Industries, damit wir da wieder eins haben, was diese Items abholen kann gleich, wenn wir das umsetzen.
Und dann noch einmal nach der Gulaschfabrik. Moment, nee, nicht Gulasch. Wie heißt es denn? Großküche, Großküche. Für die Großküche, da könnten wir hier. Okay, statt Rindfleisch verarbeitet das Gebäude Schweine. Die Sache ist, Rindfleisch ist ein Nebenprodukt, aber wir kriegen hiermit 100% Produktivität. Das heißt, den sollten wir mitnehmen. Den haben wir in Legend City direkt liegen. Wunderbar. So wünsche ich mir das doch. Den Herren, der sieht auch so aus, als könnte er gut essen, irgendwie. Ne? Der Marcel. Und, warte mal, Michel, den Sternekoch hatten wir jetzt auch schon direkt, ne? War das nicht so? Michel, der Sternekoch, genau. Gulasch und Schweine werden damit getauscht. Das fahren wir jetzt auch mal hier runter. Wie sieht's hier aus? Eisen sieht immer noch katastrophal aus. Aber damit wir das richtig gesteuert kriegen, müssen wir hier halt erstmal für sorgen. So, hier fliegt nämlich jetzt raus. Die Gulaschproduktion wird hier auch aufgelöst. Und die Konservenproduktion auch. Das bedeutet für uns, wir gehen jetzt in unser Handelsmenü und suchen nach unseren Schweinen, die wir wegbringen. Und werden das Ganze umstellen. Nämlich, dass wir das Eisen ab sofort woanders hinbringen. Das hier können wir auch rausnehmen. Die werden jetzt schon einzeln weggebracht. Schweine und Eisen. Die werden... Moment, das Eisen können wir hier rausnehmen. Das heißt, wir können hier nur Schweine reinhauen. Eieiei. Die wir niemals alle wegbrauchen werden. Egal. Nur Schweine werden dann jetzt auch nicht mehr nach Johnny Industries geliefert, sondern bitte hier runter nach Crafting Island, denn da wird das Ganze jetzt aufgebaut. Voilà. So, wo kommt unser Rind her? Unser Rind kommt von Hunterstown. Das stellen wir jetzt auch um. Das geht nicht mehr nach Johnny Industries, sondern geht runter nach Crafting Island. Und hier haben wir noch von Legend City aus eine Handelsroute, die keinen Sinn mehr ergibt. Und dann müssen wir noch mit unserer Paprika gucken. Paprika. Oh Gott. Das heißt, hier müssen wir jetzt hier die Paprika runternehmen. Und müssen sagen, fahr dann bitte noch Crafting Island an und lad da Paprika aus. Haben wir da nicht irgendwie separate Routen für gemacht? Nee, haben wir da echt für jede einzelne Kackinsel das gemacht? Was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Route? Die existiert einfach gar nicht mehr. Okay, die Paprika müssen wir noch umsetzen. Das ist natürlich super durcheinander alles. Warum kann der die nicht einladen? Wo ist das Schiff? Natürlich, jetzt fährt es gerade in die Übersee. Gucken wir uns doch mal kurz an auf der Weltkarte. Ob wir es sehen? Hat doch geladen. Wahrscheinlich hier mit dabei, ne? Hier haben wir Kaffee. So, bitte das nächste Schiff rauskommen. Hier haben wir nur Kartoffeln drin. Und hier haben wir nur Gold. Okay, alles klar. Ei, wie viele Schiffe das sind, ne? Unglaublich. Boah, auf diese ganzen Routen jetzt umzustellen, habe ich eigentlich keinen Bock. Ich glaube, weil die werden wir eh noch mal komplett umstellen. Wir gehen jetzt mal den einfachen und faulen Weg und laden uns hier jetzt erstmal bei den Items noch mal einmal die Händlerin mit ein, die uns die Ladegeschwindigkeit ein bisschen schneller macht und machen eine eigene Handelsroute, die einfach nur Paprika von hier oben abholt. Da müssen wir nicht alle Handelsrouten erstmal umstellen. Dann ist das erstmal gegeben quasi. Wenn wir dann alles umstellen, ist wieder was anderes. 1C mit Paprika. Okay. Dann kann das weiterlaufen währenddessen. In Leviticus haben wir einen neuen Besucher, der angekommen ist. Ein Magnetiker, den nehmen wir an. Und in der alten Welt dürften wir jetzt auch hier oben mit unserem Schiff angekommen sein. Genau. Wo wir dann unsere Items einladen können. Die bestehen aus einmal Michel, dem Sternekoch, wobei wir den nicht unbedingt brauchen. Und der Kaltmamsell. Und dann schicken wir das alles hier runter. Währenddessen kamen hier schon zwei Items an. Und wir gehen da jetzt auch nicht groß irgendwie mit, ne? Das ist auch nur ein ganz kleiner Bereich, den wir irgendwie brauchen. Elektrizität brauchen wir auch nicht, weil wir so viel nicht benötigen. Was? Elektrizität wäre schon schnieke, sagen wir es so. Wäre schon cool. Werden wir mitgehen. So, und hier ist auf jeden Fall noch versorgt. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir mit einer Handelskammer hier
so das Ganze machen. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken, was wir hier so für einen Bedarf haben an... Achso, oh Gott. Das müssen wir jetzt über mehrere Inseln rechnen, ne? Brauchen unsere Leute in Legend City überhaupt noch die Dosen? 3. Haben wir da jetzt noch irgendwo ein paar Handwerker stehen? Ja. Die wollen aber auch nicht aufsteigen, weil sie kein Brot haben. Ach, wisst ihr was? Ihr seid mir so egal. Seid ihr nur die 4? Ja, weg mit euch. Die lassen wir jetzt weg. Weil da müssen wir hier jetzt keine Versorgung mehr für sorgen. Das heißt, wir haben aktuell nur den Bedarf in... Wo ist es? Bebisboa dürfte es sein, ne? Da haben wir einen Bedarf von 2 Fleischkonserven. Das ist gar nichts. Ey, dafür eine Produktion aufzubauen, ist lächerlich. Aber wir brauchen es halt, ne? Wir kommen nicht drum rum. Warte mal, wo wollte ich es machen? Hier, ne? So. Einmal die Handelskammer hin, dazu dann einmal der Herr mit rein. Moment, der ersetzt ja jetzt auch Ausgangsmaterialien, ne? Das heißt, das Rindfleischroute, die Rindfleischroute können wir auflösen, die brauchen wir nicht mehr. Die ist free. Wir brauchen aber die Schweine, brauchen wir dafür umso mehr hier unten. Aber das haben wir auch schon eingestellt. Und da gibt es ein Problem auf der Route. Das fährt gerade da drüben los, das Schiffchen. Okay, da haben wir jetzt noch Eisen an Bord. Warte mal. Das sollten wir nochmal schnell lösen. Indem wir hier einmal schnell ausladen und das Schiff dann wieder auf die Route schicken. Weil sonst haben wir hier jetzt langfristig ein Problem mit der Route. So, jetzt kann es wieder losgehen, liebe Schweineroute. Und du kannst deine ersten Schweine hier runterbringen. So, Konserven. 1,30. Elektrizität optional. Einmal. Und dann hier zweimal. Hoppala. Was ist da los? Zweimal. Ich denke, wir werden nicht so super viel brauchen mehr an Konserven, ne? Deshalb würde ich sagen, gehen wir hier jetzt noch mit einem weiteren. Und dann schauen wir, dass wir hier möglichst nah am Fels wieder lang führen. Um hier ein bisschen Platz zu sparen. Den wir dann jetzt gleich vielleicht noch schön nutzen können für die eine oder andere Großküche. Denn die brauchen wir auch noch für unsere Weltausstellung, ne? Sonst brauchen wir die ja nicht mehr. Aber für die Weltausstellung sind die dann doch noch wichtig. So, und hier kriegen wir doch bestimmt die Handelskammer noch um 1 versetzt. Ohne zu gefährden, dass der drin ist. Genau, und dann kriegen wir hier auch noch eine Großküche rein. Ich denke, das dürfte reichen, wenn wir so hingehen. Dann müssten wir die einmal ausbauen und die einmal ausbauen. Und hier kommt dann natürlich noch gleich einmal jetzt Michel, der Sternekoch, mit rein. Der hier schon mal die Schweine erlaubt. Und dann kommt jetzt noch die Kaltmamsel mit rein, die uns jetzt nochmal die Arbeitskräfte ein bisschen umschichtet. Auf Arbeiterarbeitskräfte. Zack. Die wir dann brauchen. Und jetzt wird es natürlich beschwert. Wir haben keine Items, mit denen wir arbeiten können. Die Schweine sind da. Es fehlt halt an dem guten alten Eisen wieder. Aber jetzt haben wir hier zumindest die Eisenproduktion rübergebracht. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann dürfte es jetzt keinen Bedarf mehr an Eisen hier auf dieser Insel geben. Nein, gibt's auch nicht mehr. Wunderbar. Das heißt, wir haben die Insel, wir haben Johnny Industries jetzt eisenfrei. Wir brauchen kein Eisen mehr in Johnny Industries. Das bedeutet für uns, wir können jetzt wirklich anfangen und können dann gucken, dass wir alles Eisen, was wir produzieren, nach unten zu Crafting Island hier liefern und dann eben da wirklich mitarbeiten, was bisher halt eher schlecht ging. So, und wenn hier auch mal das Paprika ankommt, was ist hier los? Du hast keine Elektrizität mehr. Ah, das ist ja jetzt schon wieder doof. Naja, okay, gut, dann hast du keine Elektrizität. Wir werden mit unserer Elektrizität hier eh nochmal gucken müssen, wie wir das Ganze irgendwie hinkriegen, fleißig verteilt kriegen. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal bei euch herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es weiter und wir sorgen dann für endlich weiteres Eisen. Wir haben heute Betonwerke, Konserven und Großküchen versetzt und da geht es beim nächsten Mal weiter. Morgen um 9. Bis dann. Ciao.